Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Menschen müssen vor Armut geschützt werden, und Armutsbetroffene dürfen nicht länger arm bleiben. Das ist die klare Forderung der Linken, und daran messen wir jedes Gesetz, meine Damen und Herren. Besserverdienende und Vermögende freuen sich jetzt schon über die Gaspreisbremse. Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, legt den Finger in die Wunde. Menschen mit hohem Einkommen werden viermal mehr Geld als Menschen mit niedrigem Einkommen erhalten. Sie wollen alles über den Preis regeln, doch das ist der falsche Weg, denn es trifft vor allem die Menschen mit unterem und mittleren Einkommen. Wir brauchen andere Maßnahmen, meine Damen und Herren. Ein Großteil des privaten Energieverbrauchs lässt sich aber den Menschen zuordnen, die mehrere Häuser besitzen, Swimmingpools haben, schwere SUV oder Sportwagen fahren und die vor allem häufig mit dem Flugzeug, auch mit dem Privatflugzeug verreisen. Warum also, ganz konkreter Vorschlag, nicht im Winter alle SUV, Sportwagen, Luxusjachten und Privatjets stilllegen? Das wäre doch mal eine wirksame, konkrete Maßnahme, meine Damen und Herren. Ich sage der Koalition ganz klar, Sie dürfen sich nicht weiter als Vermögensverwalter der oberen reichsten 10% der Bevölkerung verstehen. Das werden wir nicht akzeptieren, meine Damen und Herren. Die SPD und ihre diversen Koalitionspartner haben schon viele Bremsen entworfen. Funktioniert haben sie für die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger alle nicht. Ich erinnere zum Beispiel an die gescheiterte Mietpreisbremse. Die Wohnungsnot war noch nie so groß wie heute. Sie haben ein neues Ministerium geschaffen, aber auf die Wohnung warten wir immer noch. Das ist wahrlich eine schlechte Bilanz, meine Damen und Herren. Die Energie, Benzin- und Lebensmittelpreise explodieren. Wir brauchen endlich wirksame Preisdeckel. Und dazu gehören die Energiekonzerne endlich wieder in die öffentliche Hand, meine Damen und Herren. Ich fordere Sie auf, kuschen Sie nicht vor den Wohnungskonzernen, den großen Lebensmittelkonzernen und den Energiemonopolen. Die Süddeutsche Zeitung, wahrlich kein Kampfblatt der Linken, hat am vergangenen Wochenende vorgerechnet, wen sie mit ihrer Energiepolitik brutal in den Bankrott treiben und wer mit der Energiepolitik kein Problem hat. Bringen wir es auf den Punkt, die reichsten 10% der deutschen Haushalte beanspruchen so viel Energie wie die ärmsten 40%. Und das wohlhabendste Zehntel der Bevölkerung könnte auf einen Schlag etwa 26% des Energiebedarfs der deutschen Haushalte einsparen, wenn sie sich so verhalten würden wie der durchschnittlich wohlhabende Bürger. Das wäre doch nicht zu viel verlangt, meine Damen und Herren. Also verbessern wir das Gesetz mit konkreten Maßnahmen. Hören Sie auf, ständig an die Allgemeinheit zu appellieren, sondern treffen Sie dort Entscheidungen, wo Sie wirksam sind, nämlich bei den Reichsten in diesem Land. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Dr. Nina Scher.